Hallo, guten Tag. Ich hoffe mal, der Stream läuft. Ich hoffe mal, lass mich mal gucken. Lautesten oder? Ah, jetzt. Okay, jetzt. Okay. Livestreaming. Oh, warum bewegt sich mein Mund nicht? Der Mund von meinem. Ah. Okay, muss kurz Mikrofon verbinden. Ja, jetzt funktioniert's. Perfekt. Ja, funktioniert. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt, spielen wir heute Ghosts of Tabor. Das ist ein VR-Spiel, so ähnlich wie Escape from Tarkov. Ein Extraction-Shooter, wo man auf eine Insel geht, Sachen lootet und wieder zurückkommt und hofft, nicht erschossen zu werden. Das spielen wir heute, ja. Und ich hoffe, mit dem Ton geht alles, mit dem WLAN geht alles. Es geht los. So, hier sind wir. Wo ist mein Mikrofon? Ach, da. So, ja, hier sind wir. Mein rechter Arm. Rekalibrierung. Wo? So, Arm funktioniert wieder. Ja, und ich werde wahrscheinlich meinen Chat nicht lesen können, weil ich damit beschäftigt sein werde, um mein Leben zu rennen. Und ja, das hier ist Ghost of Tabor. Hier, da sind ein paar Waffen. Und das hier ist die Waffenkammer. Oh, ich habe mein Mikrofon geschlagen. Das hier ist die Waffenkammer, wo die Waffen sind, die ich selbst gesammelt habe. Zumindest die meisten, die hier habe ich aus einer Ration. Die hier auch, aber die habe ich alle ergaunert. Wie diese schöne MP40 hier. Ja, da könnt ihr sehen, habe ich auch meinen Community-Post gemacht. Bitte einmal hier einblenden. Ja, warte, kann ich das einfahren? Zack, zack, Stock rein. Jetzt müsste ich rein theoretisch ein bisschen Platz gespart haben. Mann, warum geht das nicht? Kann ich das überhaupt? Ah, so, ne. Dann lasse ich es. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Dann lasse ich einfach wieder so. So, ja. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde Gespenster von Tabor. Insel. Oh. Verdammt, mein Mikrofon. Deploy. Ja, ich hoffe, dass ich mein Mikrofon nicht weiterschlage. Ja, das sucht jetzt erstmal ein Match, wo wir dann auf eine Insel gehen. Ah ja, übrigens, ich nehme erstmal nichts mit, weil ich bin neu und ich will erstmal farmen und so. Nichts riskieren. No, diesmal no risk means fun. Ist nicht unbedingt die beste. Also es gibt Roblox-Spiele mit besserer Grafik. Aber macht recht Spaß. Und ich habe den Voice-Chat ausgestellt, so weil die Leute sagen da alles Mögliche. Ja. Die meiste Interaktion, die ich mit Spielern habe, ist Peng Peng tot. Damit meine ich mich, nicht die. Oh, bin schon da. Schon mal gucken. Okay. Da hinten, mein Mikrofon. Da hinten ist ein Extraction Point. Und da muss ich dann halt die Sachen hinbringen. Und ich habe dafür 45 Minuten Zeit. Und dann suche ich jetzt erstmal ein paar Waffen. Weil die Waffen sind richtig cool. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch richtig coole Arme. Und eine Uhr. Die neueste Apple Watch. Ja, schauen wir mal, was hier so in dem Boot ist. Sieht leer aus. Ja, und hoffen wir, dass der Sound nicht so laut ist, weil letztes Mal war es ganz schön laut bei Boneworks. So, 600 Meter. Hoffentlich ist es nicht die Parkgarage, die mir angezeigt wird. Ja, kann ich nicht so gut erkennen mit meinem Heads-Up-Display. Vielleicht muss ich mal meine VR-Brille so, aber keine Ahnung. Okay, da vorne ist ein Truck. Ja, also ich bin hier mit 12 anderen Spielern auf dieser großen Insel.
Und die haben alle das gleiche Ziel, nämlich entkommen. Und dann gibt es auch noch Aufgaben, so wie zum Beispiel Leute töten und so. Und hier gibt es auch NPCs und so, dies, das, Ananas. Deswegen hoffen wir mal, ich komme hier lebend raus. Okay, ich dachte schon, ich hätte Fußschritte gehört, aber es waren meine. Okay, der NPC, der hier patrouilliert, scheint gerade weg zu sein. Da können wir... Scheiße, ich habe mein Kabel gerade. Okay, hier ist nichts, wie ihr sehen könnt. Aber vielleicht... War da was? Ich könnte schwören, da war... Ui, der ist schön, das ist schön. Wo ist das Charging Handle? Hier. Bam, locked and loaded. Und dann gucken wir nochmal da. Und dann gehen wir vielleicht lang... Oh. Nope. Nee. Oh, Katzenfutter. Und... Munition. Ja, leider habe ich nicht, wo ich das reinstecken kann, weil ich meine Rucksäcke nicht riskieren will, weil die kosten sehr viel Money. Und ja, ich würde dann erstmal Geld farmen, bevor ich... Vielleicht verkaufe ich ja sogar diese Waffe, wenn mir die nicht gefällt, weil das bringt immer viel Geld. So, schauen wir mal. Extraction. 400 Meter da, das müsste... Oh. Scheiße, da ist jemand. Stimmt, ich kann ja auch rein theoretisch auch die SKS mitnehmen. Die eine einfach an meiner Hüfte. Aufgeholt. Ui, ui. Verdammt. Daneben. Verzeiht mir für mein schlechtes Aim. Oh. Wer schießt? Ist das der? Das ist der. Freundchen. Ah, hab ihn. Seht ihr? Ich hab den bekommen. Ich hab den erschossen. Und ja, das war leider kein Spieler, das war ein NPC. Und mir fällt gerade auf, da hinten ist noch eine Kiste. Hoffentlich ist da vielleicht irgendwas zum Heilen drin, weil meinem Charakter geht's, glaub nicht so gut. Der hat nämlich eine Pistolenwunde abbekommen. Ja, ein bisschen Munition für ein bisschen... Ah. Oh, warte. Ich habe jetzt eine Waffe. Ja. Ein Laser, ja, nehme ich mit. Was ist das? Eine Flaschenlampe oder was ist das? Kann ich hier nicht dran packen, egal. Dann nehme ich noch die SKS. Glaube ich, dass auf jeden Fall das eine SKS ist. Und dann gebe ich mich mal zum Ausgang. Das ist 500 nach da. Dann gehe ich vielleicht lieber darum, weil das in der Mitte ist die Tiefgarage. Da sind immer sehr viele Spieler. Ist da hinten jemand? Nee, nicht. Ich dachte. Ah, da hinten kann ich schon extrahieren. Beim Doc, aber damit habe ich immer schlechte Erfahrung. Weil immer als ich da war, wobei ein. Ja. Vorsichtig sein. Ja, immer als ich da war, hatte ich die Erfahrung, dass da jemand war und mich da von hinten erschossen hat, durch ein Fenster, so richtig miese Camper. Aber in meiner ersten Runde habe ich tatsächlich einen netten Deutschen getroffen, der hatte ein Mikrofon, ich leider nicht, weil ich wollte da nicht streamen, da hatte ich mein Mikrofon leider aus. Den habe ich dann, mit dem habe ich dann freundlich zusammen erstmal gespielt, bis ich dann leider Abendessen musste und musste man tun, was man tun musste. Habe ich mich selbst erschossen. So. Hoffen wir, dass in dem Haus keiner ist. Also ich höre nichts. Kein Risiko eingehen. Kann natürlich auch sein, dass hier noch ein Bot ist. Ich sehe niemanden. Ich sprinte einfach. Okay, ich sehe niemanden. Verdammt, warum ist mein Charakter so langsam? Habe ich mich geduckt oder so? Ja, hoffen wir, dass kein Spieler jetzt noch schnell kommt. Zack. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehm's. So, jetzt hier lang. Und. Hallo? Extraktion. Ding.
Hallo. Warum wir es nicht extrahieren? Ist das Ding kaputt? Weil. Was für 300 Meter bis zum nächsten Exfil? Ich dachte hier, das wäre ein Exfil. Ich dachte schon. Weil eigentlich kann man da extrahieren. Oder wechselt sich das jede Runde ab? Das kann natürlich auch sein. Ja, verdammt, dann muss ich jetzt zum nächsten Exfil. Und hoffentlich begegne ich keinem Gegner auf dem Weg dahin. Weil, wie ihr sehen könnt, ich habe den Typen nur getroffen, weil er sich nicht bewegt hat. Und da muss ich schon etwas genauer zielen. So, 300, das ist. Da wird geschossen. Ich glaube, das da hinten. Vielleicht bleibe ich erstmal im Haus. Wäre vielleicht schlauer. Ah, ist ein Medical Cabinet, glaube ich. Na, schade. Vielleicht im zweiten. Ah, Medical. Ja. Da rein da. Ja, Aufputschmittel. So, okay, passt. Ja, dann. Naja, da hinten ist die Tiefgarage drin. Da hinten gibt es einen Strand, dann gehe ich zum Strand lieber mal. Was ist? Ne, kann man nicht extracten. Jo, dann gehe ich mal. Wo bin ich jetzt überhaupt? Okay, mein Mikrofon ist noch da. Der Stream läuft noch perfekt. Perfekt. Past perfect. Dann will ich jetzt nochmal. Perfekt, imperfekt, Futur, Futur 1, Futur 2. Plusquamperfekt. Und. Natürlich das Präsens. Ja. Deutsch lernen mit Loki. So, dann hoffen wir mal, dass wir da heile hinkommen. Und ich meine Waffen schön an der Wand aufhängen kann. Zu meinen ganzen anderen schönen Schussgeräten. Warte, bin ich noch richtig? Ja, da 300. Scheiße, der kommt näher. Der kommt näher. Habe ich überhaupt noch Munition? Okay, ist noch eine Kugel in der Kammer. Scheiße. Oh, wer schießt? Wer schießt von wo? Ist das der Typ? Also jetzt geht's meinem Charakter schon wieder nicht gut. Vielleicht soll ich hier mal hinter mal Deckung nehmen. Ist da was da irgendwo auf dem Berg? Nee. Nee. Hä? Ja, muss ich irgendwo heile zu diesem Strand da hinten kommen. Ah nee, jetzt muss ich gerade durch die Countryside. Das ist natürlich. Nee, und ich glaube, da ist sogar noch eine NPC-Basis. Da will ich nicht. Also ich könnte natürlich Heilung benötigen, aber ich will mich da nicht erschießen lassen. Weil das ist schon ein guter Loot, den ich hier habe. Das ist schon ein guter Dude. So. Mal gucken. Okay, scheint safe zu sein. Da. Beach. Noch 200. Ja, schaffen wir hoffentlich. Wäre doof, wenn nicht. Weil wir sind schon recht nah am Ziel. Ah, da hinten ist gerade noch eine NPC. Oh, was? Ah, das kann ich lesen. Das kann ich lesen. Weil ich bin richtig gut im, was auch immer diese Sprache ist. Da steht Achtung Minen. Ja, ich bin nämlich schlau. Ist hoffentlich hat Achtung Minen heißt hoffentlich nicht, dass da auch noch Minen sind. Weil ich will nicht jetzt in die Luft gesprengt werden auf den letzten Metern. Ich liebe die sichere Route. Bitte nicht in die Luft. Oh. Wurde nicht in die Luft gesprengt von dem Minenstreifen. So, ist das ein Beach? Nee. Ah, da unten Beach. Oh, da bin ich ja gleich da. Yeah. Da hinten, glaube ich. Dann kann ich gleich exfiltrieren. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn da passiert? Nee, will ich erst gar nicht sehen. Warte, nee. Wer schießt? Bitte nicht von hinten. Bitte nicht in den Hinterkopf schießen, bitte.
will nur hier raus. Wasser ist wirklich rot. Iu. Ja, ja, Strand, bitte. Die letzten Meter. Nicht von hinten erschießen, das wäre schon ehrenlos. Und jetzt hier noch außen rum. Ui, 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 ui. Yes, yes, yes. Ja, extrahiert. Successful Extract. 4 Minuten 1 habe ich einen Phoenix getötet, ja, den anderen habe ich dann nicht getötet. Krass, Experience. Oh, das war ein Headshot, Leute, das war ein Headshot. Ich bin cool, ne? Ja, ja. Richtig cool. Und das wird dann... Oh, ja, scheiße, mir geht's gar nicht mal so gut. So, okay. Ja, bevor ich hier noch ausblute, gehen wir mal in meine Waffenkammer. Auf... So, okay. Schauen wir mal. Okay, ist noch eine Kugel chambered? Ja, scheinen noch recht viele drin zu sein. Okay, dann... Das hier sind die Gewehre. Dann packe ich das, glaube ich, irgendwo hier hin. Ja, das Magazin unten dran. Wo führt man das ein? Da irgendwo, zack, boom. Und jetzt auch das krasse Ding hier. Das Attachment könnte ich natürlich verkaufen. Aber habe ich natürlich jetzt auch einen schönen Laser an der Waffe. Ja, behalte ich. So, zack, aus. Magazin raus. Und das würde ich sagen, packe ich hier unter die schöne Scar, weil die habe ich auch collected. Ja, ja, Fortnite, goldene Scar. Habe ich eine legendäre... Na, Spaß, dieses Spiel hat kein Legendierungsdingensystems-Bums da. Das wäre auch zu cringe. Ja, habt ihr jetzt mal gesehen, wie das Spiel ist? Es ist schon spannend. Ist schon spannend, ja, ja, ja. Jetzt muss ich vielleicht mal in meinen Lagerraum. Ja, das hier ist der Trade Room. Hier, Storage. Habe ich erst heute so ein Stem-Ding bekommen durch meine tägliche Ladung. Einmal kurz einführen. Falls ihr euch fragt, warum in meinem Bunker kein Licht an ist, das liegt daran einfach. So, rausnehmen. Ah, nee. Ah, nee. Mann, mein Charakter kann noch ein bisschen Heilung brauchen, bitte. Mann, ich habe zu viel rausgezogen. Aber jetzt kann ich nicht... Mann. Jetzt kann das auch in den Müll. Jetzt kann... Wo ist ein Mülleimer überhaupt? Trade Room. Bei Armory irgendwo. Mann, jetzt habe ich das verschwendet. Egal. Le Müll. So, was wollte ich machen? Ach ja, Generator anmachen. Weil mein Notstromgenerator... hat irgendwie keinen Treibstoff mehr. Glaube ich. Weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einfach vergessen den. Boop. Angehen. Boop. Nee, geht nicht an. Muss ich den vielleicht mal nachfüllen, ne? Oha. Da hat jemand in den Chat geschrieben. Ja, weil ich mache gerade kurz Chat-Guck-Pause. Hallo. Ja, guten Tag, hallo. Es nenne ich Escape from Tarkov, sondern Ghost of Tabor. Und ich sterbe. Nein, ich bin nicht gestorben, der Herr. Ich habe es zum Glück überlebt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, direkt nächstes Match. So, ja, ja, wenn ich jetzt eh auf eine Expedition gehe, dann muss ich ja nicht unbedingt noch meinen Bunker auf Vordermann bringen. Kann ich auch off-camera machen. Weil so die Benzinpreise und die Ölpreise heutzutage sind richtig teuer wegen einem bestimmten Angriffskrieg. Und so in diesem Spiel auch. Wenn man auf den Tabormarkt gehen muss, da kostet Benzin auch schon mal, keine Ahnung, 100 irgendwas, dies, das, Ananas. Egal. Aber dafür machen wir das ja, damit wir Geld bekommen, um uns Benzin zu kaufen. Und falls jemand fragt, ich werde daraus jetzt wahrscheinlich ein Video machen. Also die Streams werde ich immer noch hochladen, aber wahrscheinlich nicht gelistet machen. Und das hier werde ich jetzt wahrscheinlich zusammenstellen in Video, ja. Ja, ja, wird cool. Mit meinem kleinen Mini-Loki in der Ecke und so ein kleines schönes Video gecuttet. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. So, wann bin ich da? Aber das Gute ist, ich hab letztes Mal keinen Spieler getroffen. Okay. Schauen wir direkt, wie da Exfil ist. Das nächste ist da... Oh, meine Hand. Ist dislocated. Weil meine echte Hand ist hier. Und da ist meine Dingensand.
Schwupp, schwupp, die so, wieder eingerenkt. Ja, so einfach geht's. Also, da 200 Meter, das müsste sein. Ah, das ist jetzt der Strand ja auch wieder recht nah. Okay, das ist gut. Also, okay, ich sollte mir merken, nur markierte Exfils sollte ich nehmen. Weil beim Hafen konnte man normalerweise extracten, aber ging nicht mehr. Okay, da ist wieder ein Minenfeld, weil ich ja so gut die Sprache kann. Kann man das schon extracten? Nee. Aber da unten gibt es... Ach stimmt, da oben ist ja die Fischkirche. Die Kirche mit diesem einen Fisch, die Fisch. So, mein Mikrofon schon wieder gestartet. Oh, mein Kabel. Okay, ist hoffentlich wieder gut. So, schickes Magazin. Wasserflasche leider leer, kann niemand brauchen. Und Klopapier, was ja in vor ein paar Jahren noch, wo eine bestimmte Pandemie war, noch sehr beliebt war. Nehme ich mal ein Magazin vielleicht einfach mit. Wenn ich überlebe und keine Waffe finde, kann ich es einfach verkaufen. Oder an meine Wand hängen. Weil es gibt schon echt Geld, so schön. Metallmunition, ne? Richtig viel Money. Ja, und das letzte Runde war schon ein richtig guter Fang. Hui. Oh. Nein, wo ist das Magazin? Ah, da. Magazin ist weg. Ich wollte es doch nur in die Luft schmeißen und dann wieder auffangen. Ah, doofes Spiel. Nein, nicht doofes Spiel. Spiel ist cool. Ja, da oben ist die Kirche des Fisches. Also ich würde es nicht unbedingt Kirche nennen, sondern vielleicht eher Sekte. Aber die nennen sich selbst Kirche des Fisches. Und nicht Sekte des Fisches. Hören? Okay, niemand da. Da oben ist wieder das Minenfeld. Sehr interessant, so ein Minenfeld neben der Kirche. Wer braucht das? Es sei denn, es ist eine Sekte. So, schauen wir mal. Oh, hier wird geschossen. Ich meine, ich habe Schüsse gehört. Weil hier, ja, ja, hiermit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Wobei, außer einmal, da habe ich eine AK gefunden. Oder war es eine AK? Ah, oh, krass, Messer. Ja, kann ich sogar dranpacken. Warte, irgendwas habe ich da gefunden. Entweder eine... Oh, na, kann ich die mitnehmen. Was ist denn das? Guck, kann ich mir spritzen? Nein. Ja, da habe ich eine AK oder eine SCAR gefunden. Da oben. Und dann bin ich die Leiter runtergefallen. War sehr witzig. Ah, perfekt. Batz. So, okay. Ab nach oben. Hoffen wir, dass da niemand ist. Hallo? Okay, niemand da. So, und dann hoffen wir, dass ich die Leiter nicht runter habe. Okay, ein MP40-Magazin. Das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Schade, ich habe kein Munitionsding. Dann lasse ich erstmal hier liegen. Weil mit einer Hand ist es richtig schwierig, eine Leiter hochzuklettern. Ich spreche aus Erfahrung. Musste ich einmal eine Pistole von einem Leuchtturm schmeißen. Oh, oh, hab Spiel kurz gebracht. Ein Helm. Ich hab ganz normale Taktiker immer. Aber das hier ist... Sieht aus wie dieser... Der scheint sowjetisch zu sein, würde ich sagen. So, okay, haben wir auch guten Ausflug. Mein Mikrofon habe ich schon wieder geschlagen. Ja, ist schwierig mit VR, so Mikrofon-Dings, da Stream. So. Da hinten ist ein Minenfeld wieder und dieses eine Labor, wo du auch durch die Garage entkommen kannst. Ja, Kirche. Scheint kein Spieler zu kommen. So, und jetzt hoffen wir, dass mein Spiel nicht buggt und dass ich die Leiter nicht runterfallen muss. Ganz vorsichtig. Hand für Hand. Leitern klettern mit Loki. Das neue Format. Für die Leute, die nicht wissen, wie man eine Leiter klettert. So, das schmeiße ich jetzt einfach hier runter. Zack, und dann kann ich es einfach mitnehmen. Anstatt einhändig eine Leiter runter zu klettern. Ja, und dieses Spiel, die Leute sagen, das ist der realistische VR-Shooter, den es im Moment auf dem Markt gibt. Halbwegs. Onward ist realistischer. Du hast zwar einen... Ja doch, Onward ist deutlich realistischer. Ja, da drüben ist die Garage, wo ich nicht hingehe. Weil ich will nicht erschossen werden. Einmal, da wollte ich... Verdammt. Schon wieder Mikrofon geschlagen. Da wollte ich einmal hin. Da hat mich jemand von vorne mit einer Druganov ins Gesicht geschossen. Ja, war eine very pleasant experience, muss ich sagen. Schön so eine Druganov-Kugel ins Gesicht. So, wo ist denn das nächste Expert? Also da unten ist irgendwo Garage. Aber ich weiß nicht, wie man in den Untergrund kommt. Und da kämpfen auch die ganzen Spieler. Deswegen, nein, danke.
Camping. Oh, ich habe schon wieder Schüsse gehört, aber die scheinen nicht ganz. Ach, wer campt denn nicht mit. Ja, so schnell geht's. So schnell geht's, meine Damen und Herren. So schnell geht's. Ja, schade. Kein Kill, kein. Wie? Ich habe jetzt minus 10 XP bekommen dafür, dass ich niemanden umgebracht habe. Böse. Aber ja, da wurde ich einfach mal von hinten erschossen. Ich konnte meinem Feind nicht mal in die Augen sehen. Ja, ja. Sehr, sehr schlecht. So, okay, ich stream schon so 25 Minuten. Warte, wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Kann ich das über die Uhr sehen oder die SteamVR? 20.14 Uhr. Okay, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Und danach vielleicht noch Bunker. Weil es gibt noch Bunker. Missile-Style. Aber Bunker ist wahrscheinlich nicht so ereignisreich wie Island of Tabor. Sind auch weniger Spieler und so. So, und zu die Person, die in den Chat geschrieben hat, du stirbst. Ja, ich bin gestorben. Toll. Hast jetzt das bekommen, was du wolltest. Klatsch, klatsch, klatsch. Na, Spaß. Nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint. Kann man ja... Fischkapelle bin ich wieder gespawnt. Oh, hoffentlich werde ich jetzt wieder nicht von hinten... Was denn das? Sieht aus wie eine Tech 9, ist aber keine Tech 9. So ein bisschen. Wenn man das hier wegmacht, dann wäre es schon eine Tech 9. So, okay. Was haben wir hier? Keine Ahnung, Müll. Kann ich wahrscheinlich verkaufen, aber kein Bock. Ist das jetzt? Nee, das ist ein Ding. Ich glaube, ich war voll, aber egal. Okay, nope. Zweimal die gleiche Waffe. Jackpot. Meine Damen und Herren. Okay, da ist nichts. Dann kletter ich mal wieder hier hoch. So, okay, wir versuchen jetzt mal mit einer Hand. Ja, mit einer Hand funktioniert's. So gut, wie ich erwartet habe. Ui, ui, ui. Da, bumm. So, in der Kiste haben wir nichts. Toll, toll, toll. Hoffentlich klettere ich nicht noch die weiteren Leiterstufen für nichts und wieder nichts. Schöne, schöne Glocke. Ich war schon mal in der Kirche ganz oben bei der Glocke. Aber da war ich noch sehr klein. Und da habe ich gedacht, die könnte jederzeit bimmeln. Oh, sowjetischer Helm. Habe ich gedacht, die könnte jederzeit bimmeln und uns das Trommelfell wegmachen. So, egal. Runter. Schon wieder mein Mikrofon geschlagen. Mein armes Mikrofon. Zum Glück schlage ich das nicht richtig, sondern ich streife es nur mit meinem Controller. Schon wieder. Vielleicht sollte ich einen Schritt zurückgehen. So, da ist meine Waffe in der Ecke. Habe ich da gerade was gesehen? Habe ich da gerade jemanden gesehen? War da jemand? Ich meine, ich habe da jemanden gesehen. Egal. Extraction Point. Ja, der nächste ist natürlich da. Und wo ist noch einer? Ja, da ist die Garage. Okay, also führt wohl kein Weg dadurch, daran vorbei. Oder wollen wir es wagen? Da hinten durch. Weil ich glaube, da hinten, was steht da? Dogs. Ja doch, dann gehe ich. Nein, diese Region ist zu gefährlich. Nee. Laufe ich hier über die Berge. Schön durch die Alpen. Ist hier überhaupt eine Bullet Chamber? Jetzt. Jetzt müsste es Chamber sein. So, da unten ist eine Militärbasis. Da wollen wir aufpassen. Da scheint auch die Action zu sein. Wow. Nee. Ist es auf mich? Ah, ist wahrscheinlich da unten irgendwo. Ja, ja, gefährliches Gebiet, ne? Gefährliches Gebiet. So, irgendwo da drüben wieder. Oh, schöne Waffe auch. Ich glaube, irgendeine PP irgendwas. PP 99, irgendwie so. Gibt's, glaube ich, auch in Call of Duty Safe. Die haben jetzt so irgendwie jede Waffe nur halt anders. Die Heckler und Kochwaffen. Heckler und Kochwaffen haben die irgendwie in Lachland irgendwas umbenannt. Was wie? Ich habe was gedrückt? Nein.
Wow. Ey. Nicht auf mich schießen. I'm friendly. I don't like Pew Pew. Also eigentlich doch, aber nicht gegen Menschen, die bessere Waffen als ich haben. Verdammt, ich habe schon wieder weg von meinem Mikrofon geredet. Das ist manchmal schon irritierend. Hoffentlich hat die Audioqualität jetzt nicht daran gelitten. So, schauen wir mal. Dogs. Da ist die Garage, oder? Ja, da hinten sind die Dogs. Da muss ich jetzt entweder über die Bergkette, wo ich möglicherweise weggesprengt werden könnte von einem Minenstreifen, oder ich gehe hier durch die Militärbasis, wo ich möglicherweise weggeschossen werden könnte von Menschen oder einer künstlichen Intelligenz in Form eines virtuellen Körpers. Ja, aber scheint erstmal clear zu sein. Hier in dem Wagen ist nichts. Okay, okay, wir checken das mal. Wir checken das mal. Habe ich Schüsse gehört? Hoffentlich nicht. Okay, wir checken das mal aus. Oh ja. War eine gute Idee, hier hinzukommen. Hoffentlich muss ich mein Statement nicht gleich wieder zurückrufen. Aha. Nix. Hoffentlich ein bisschen Munition. Aha. Ein Snickers. Hallo? Nee, ist Kaugummi. Hallo. Aussehen. Ah. Ah. Ein Kaugummi. Und ein bisschen Geld. Aber so ein bisschen. Oh. Was ist das? Ein Lüfter. Und ich meine, ich habe Schüsse gehört. Ja, da schießt jemand auf mich. Am besten renne ich. Hoffentlich ist der Typ nicht schnell genug und schießt mir in den Rücken. Weil ich meine, ich habe da sogar Schüsse gesehen. Und hier könnte sich wieder, hier könnte wieder so ein Typ patrouillieren, den ich letztes Mal erschießen musste. Mit meiner SKS. Ja, aber sonst, so wenn man niemanden trifft, da ist das Spiel eigentlich recht ereignislos. Muss ich schon sagen. So ganz allein auf so einer Insel mit 12 anderen Leuten. Was will meine Uhr andauern von mir? So, da hinten sind wieder die Dogs. Die kann ich diesmal extracten. Okay, hier war auf jeden Fall schon jemand. Ja, hier war schon jemand. Ja, dann gibt's hier wohl nichts mehr zu holen. Es sei denn, der nette Herr hat einer seiner alten Waffen hier gelassen, aber nope, sieht nicht so aus. Außer ein Löffel und eine Boxbox. Was ist das? USB-Spieler? Kabelanschlussding? Wobei, was für USB-Spieler ist? Eher noch HDMI so. Ein Löffel. Nom, nom. Nee. Schüsse? Ich meine, ich habe schon wieder Schüsse gehört. Oder ich werde hier noch langsam verrückt. Ah. Perfekt. Kann ich hier ranpacken? Kann ich theoretisch noch Munition einpacken? Egal, gehe ich mal lieber weiter. So, also, da drüben kann ich jetzt wieder extrahieren, weil das wird angezeigt. Okay. Da bin ich also good to go. Yo, 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 yo. Ja, was für eine schöne Waffe das hier ist. Auch schön Magazin. Whoop, rein da und Bullet in the Chamber. Da wollen wir nicht zurückziehen, sonst ist das eine verschwendete Kugel. So, also jetzt kann ich hier extrahieren, das ist gut. Hoffen wir, dass da kein NPC ist und hoffen wir erst recht, dass da kein anderer Spieler campt und auf Frischfleisch wartet. Weil es ist mir schon mal passiert und das war mies. In meiner ersten Runde habe ich sogar geschafft, da zu extracten. Aber, da war nämlich sogar im Fenster, aber ich glaube, der hatte keine Waffe, deswegen konnte der mich nicht erschießen. Weil da bin ich bei dem Leuchthaus, schon wieder mein Mikrofon, bin ich da hinten bei dem Leuchtturm gestartet und hab mein Dingens. Wo ist mein Mikrofon? Da ist mein Mikrofon. Ja, Dingens. Oh. Verdammte Scheiße. Aber ich glaube, der Typ ist extracted, oder? Ja, okay, der Typ ist extracted. Okay. Da, wenn der Typ hier extracted ist. Oh. Nvidia GeForce GPU. Aber wenn der Typ extracted ist, heißt das. Heißt das auf jeden Fall, dass der Typ weg ist. Warum kann ich mich schneller bewegen? Mann, komm schon, mach doch schneller. Ich will noch nicht von hinten erschossen werden auf den letzten Meter.
Etwa, weil ich jetzt zwei Sachen in der Hand halte. Okay, schauen wir nochmal. Ah, ein Magazin für meine Alter, was denn da? Schade, kann ich nicht aufbewahren. Das ist nur für kleine Magazine. Eine Ruger und noch eine AKM. Nehme ich lieber die Grafikkarte mit oder lieber die AKM? Oder ich nehme die AKM. Wobei, was bringt wohl mehr Geld? Dann packe ich die weg und nehme noch die Grafikkarte. So, Variety. Variety makes the dream work. Keine Ahnung. Gibt's safe nicht. So. Schauen wir nochmal kurz, ob danach. Okay. Extracted. Successfully extracted, ladies and gentlemen. Survived Killstreak. Hab leider niemanden getötet. Wobei, was für leider. Egal. Ich hab's successfully geschafft zu extracten. So, okay. Dann habe ich jetzt wieder all meine Waffen. So. Waffenkammer. Und ich habe auch keinen Schaden mehr. Das war krass. So, okay. Lassen wir das da erstmal liegen. So. Da ist auf jeden Fall noch was im Magazin. Verdammt. Kannst du das Magazin wieder reinmachen, Freundchen? Ah, ja. Perfekt. So, und dann gucken wir mal. Ist da noch... Okay, eine Kugel ist noch drin. Perfekt. Dann machen wir das so wie bei den anderen. Vielleicht irgendwo hier hin, weil... Ne, da wo da kommen die Pistolen hin. Dann mach ich es ausnahmsweise mal ganz an den Rand. Wobei. Mein Magazin. So, dann... in die Richtung. So, hab ich eingeklappt. Und jetzt müsste das... hier hinpassen. Perfekto. Ich habe schon wieder mein Mikrofon geschlossen. Habe ich nicht, oder? Habe ich safe. Okay, wieder die hier. Zack, raus. Boom. Hier. Verdammt. Ist schwer, Ordnung zu halten. Wenn der Boden nicht richtig kalibriert ist, dann nervt das schon mal. So, da. Kann ich den machen? Dann mache ich einfach hier drunter. Zack. Klick. Boom. So, und jetzt habe ich hier meine Wand schön organisiert. Jetzt nehme ich nur noch meine Nvidia GeForce GPU GTX und verkaufe die auf eBay. So, Traders Room. Lege ich das hier schön auf das Ablageband. Bringt hoffentlich viel Kohle. So, zack. Ah, okay. Was geht? 803. Yo. Die geben 930. Ah, okay, PC-Fan, okay. Ja, Marek, die zahlen einen guten Preis. Hier, könnt ihr haben. Könnt ihr haben. Und jetzt habe ich schon mal... Oh, meine Güte, das Mikrofon. Ja, seht ihr. Haben wir schon wieder Geld gemacht. Davor hatte ich, glaube 1.100 oder so. Ne, 101.000. Jetzt habe ich 102.000 oder so. Und die Weste noch irgendwo. Wo kann ich die Weste abziehen? Da. Ah, ja, da. Ja, wobei, das kann dranbleiben. So, zieh die nochmal auf. Zack, 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 boom. So, dann hänge ich die nochmal. Ne, nicht Storage. Trade Room. Ne, was für Trade Room? Da. Waffenkammer. So, hänge ich die nochmal auf. Wuppdido. So, ist hier schon voll. Man kann hier auch echt wenig sehen. Wenn die Benzinpreise so teuer sind. Dann ja, kann man auch nicht das Licht so lange anlassen. So, das würde ich sagen, war's für meinen ersten Gespenst. Verdammt, das Mikrofon ist schon wieder da. Das war's für meinen letzten Gespenster von Tabor Strem. Danke fürs Einschalten, meine Damen und Herren. Arme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Ja, tschüss.